21 live beim AfD-Landesparteitag in Grieding. Es gibt jetzt Bewerbungsreden zur Wahl von Spitzenkandidatinnen, Kandidaten. Und da gehen wir direkt rein und danach reden wir mit unserem Reporter vor Ort drüber. Also dranbleiben. Krisen verfolgen uns Bayern Schritt auf Tritt. Und wir haben keinen geringeren Auftrag, als unser geliebtes Bayern von dieser korrupten Kartellparteienbande zu befreien. Und dafür kämpfen wir bereits, wir alle, seit 10 Jahren, 10 Jahre, die uns niemand da draußen zugetraut hat. Was wurden wir belächelt und was werden wir noch heute verhetzt? Aber liebe Freunde, wir sind gekommen, um zu bleiben. Und so wird auch Markus Söder in der nächsten Legislatur nicht von der AfD verschont bleiben. Die Angst geht bereits um in Söders korrupter Maskengang. Unsere Aufgabe ist groß, aber die Herausforderung, die nehmen wir alle an. Und ich stehe für euch gerne, für unser Bayern an vorderster Front. Mein Name ist Katrin Ebner-Steiner, 44 Jahre jung, immer noch weiblich und Mutter von 4 Kindern. Vom Beruf Bilanzbuchhalter und dank euch Abgeordnete im Bayerischen Landtag. Ich habe unserer Partei schon in vielen Positionen gedient, als Kreisvorsitzende, als Bezirksvorsitzende, im Bezirks- und Landesvorstand, Landesfachausschuss und als Fraktionsvorsitzende. Im Landtag und in der Fraktion haben wir als Politneulinge viele Erfahrungen gemacht. Aber, liebe Freunde, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und ich weiß, dass wir alle in diesen Jahren verdammt viel gelernt haben. Meine wichtigste Schlussfolgerung, eine AfD ohne Einheit ist zum Scheitern verurteilt. Wir brauchen Einheit, um Attacken zu fahren, und wir brauchen Einheit, um Attacken abzuwenden. Mein Gott, ist das ein Stress hier. Liebe Freunde, Deutschland retten wir nicht, wenn wir uns selbst bekämpfen. Deutschland retten wir, wenn wir den politischen Gegner bekämpfen. Und wir haben in den vergangenen Jahren gemeinsam Großes geschafft. Bei Infoständen, Bürgerdialogen in den sozialen Medien und im Wahlkampf. Jeder von euch, jeder einzelne von euch ist ein Anker dieser Partei in seinem persönlichen Umfeld. Und dafür möchte ich euch heute ganz herzlich Dankeschön sagen. Vielen Dank für eure ehrenamtliche Arbeit. Und unsere Bürgerinnen und Bürger setzen zu Recht hohe Erwartungen an die AfD. Sie wollen einen Gegenentwurf zu Inflation, Migration und Korruption. Und diesen Gegenentwurf, den werden wir heute mit unserem Programm zur Landtagswahl beschließen. Wir werden auch weiter unbequem und hartnäckig und ausdauernd sein. Denn das ist unser gemeinsames Ziel. Mit aller Kraft auf den Tag hinzuarbeiten, an dem die Herrschaft der CSU endgültig vorüber ist und es in Bayern eine neue stärkste Kraft gibt, nämlich die AfD. Nein, liebe Freunde, es ist kein zu hoch gestecktes Ziel. Wenn ich früher mit dem Mountainbike zu einem Rennen gefahren bin, dann nicht, weil ich Dritte oder Vierte werden wollte, sondern weil ich gewinnen wollte. Durch den Leistungssport habe ich gelernt, Gewinner zweifeln nicht und Zweifler gewinnen nicht. Seid versichert, ich zweifle nicht an der Wahrheit und Gerechtigkeit unserer gemeinsamen Sache. Liebe Freunde, Einigkeit und Recht und Freiheit heißt in Wahrheit, ohne Einigkeit über Grundsätzliches gibt es weder Recht noch Freiheit. Das gilt für das beste Deutschland aller Zeiten, es gilt aber auch für uns in der Partei. Lasst uns damit beherzt anfangen, wenn wir am Schluss unseres Parteitags die Nationalhymne singen. Lasst uns den Widerstand für Bayern gemeinsam in die Tat umsetzen, auf gut bayerische Art, entschieden, pflichtbewusst und heimatverbunden. Liebe Freunde, von unserem Parteitag hier muss ein Zeichen der Geschlossenheit ausgehen. Da, wo Bayern ist, da ist vorne. Und unser Motto muss sein, Regierungsaustausch statt Heizungsaustausch. Deshalb, liebe Freunde, bitte ich euch um nichts Geringeres
als um den Kampfauftrag gegen Söder. Es lebe Bayern, es lebe Franken, es lebe unser deutsches Vaterland. Vielen Dank, meine Freunde. Vielen herzlichen Dank. 4 Minuten 55 Sekunden, fast eine Punktlandung. Und jetzt kommen wir zu den drei Fragen, die ausgelost werden. Nummer 1 stellt Herr Anton Riegel. Nummer 2 Frau Dr. Friederike Holz. Und Nummer 3, Herr Wolfgang Dröse. Und die Ausweise können dann gleich am Antragstisch wieder abgeholt werden. So, jetzt die ersten drei Fragen. Hallo Katrin, wie stellst du dir deinen Wahlkampf vor? Also wie willst du dich oder dieses Duo jetzt in Bayern präsentieren in den nächsten 5 Monaten? Und was sind deine Stärken oder mit welchen Themen willst du für die AfD und für euch als Duo in Bayern auf Tour gehen? Erstmal werde ich ganz eng mit dem Landesvorstand und mit dem Wahlkampfteam zusammenarbeiten und speziell mit den Kandidaten. Jeder Kandidat braucht einen Zuschuss von dieser 1 Million Landtagsbudget. Es kann nicht sein, dass die Kandidaten den Wahlkampf selbst finanzieren müssen. Das müssen schon mindestens 3.000 Euro für jeden Kandidaten sein. Dann werde ich unsere Kandidaten gewohnt unterstützen bei allen Tätigkeiten, beim Haustierwahlkampf, bei Demos, bei Saalveranstaltungen. Ihr dürft mich einladen, ich komme gern und ich freue mich auf diesen Wahlkampf. Ich bin wahlkampferfahren, ich bin eine langjährige Kämpferin. Und ihr wisst, dass ich in jedem Sturm bestehe und dass ich niemals einknicke, liebe Freunde. Das ist meine große Stärke. Und mit dieser großen Stärke will ich für euch in den bayerischen Landtagswahlkampf als Spitzenkandidatin eintreten. Vielen Dank. Vielen Dank. Die zweite Frage, bitte. Liebe Frau Ebner-Steiner, ein Großteil Ihrer im Landtag gehaltenen Reden hatte durchaus wechselhafte Qualität. Wie viel Prozent schätzen Sie ungefähr von überdurchschnittlicher Qualität? Schwierige Frage. Ich weiß, dass ich Söder zur Weißglut gebracht habe, weil er mir die Faust gezeigt hatte. Und dieses Video ging in Bayern hunderttausende Mal durch Telegram, WhatsApp und Facebook. Jeder hat gesehen, was Söder für einer ist, wenn er sich verdeckt fühlt, dass er einer Frau die Faust zeigt und dass er nicht in den normal demokratischen politischen Wahlkampf einschreiten will. Vielen herzlichen Dank. Und damit sind wir bei der dritten und letzten Frage. Ja, hallo, guten Mittag. Die Frage lautet die: Du hast in Niederbayern bei der Landtagswahl 2018, ich glaube, das beste Ergebnis in Bayern eingefahren. Wie lief der Wahlkampf? Können wir da irgendwas lernen für diesen Wahlkampf auf Niederbayern? Was habt ihr besser gemacht, was woanders vielleicht nicht so gut lief? Aus Niederbayern können wir die große Geschlossenheit lernen. Ich bin dort Bezirksvorsitzende, bin mit 97% der Stimmen dort zur Spitzenkandidatin für Niederbayern gewählt worden. Und ich bemühe mich, immer bei den Themen zu bleiben. Wir haben jetzt schon seit meiner Amtszeit, seit Sommer, 5 verschiedene Flyer rausgegeben zu den Themen Verbrenner, Heizung, Inflation, Bargeldverbot. Die Themen, die den Leuten auf den Nägeln bringen. Und die will ich mit euch gemeinsam auf die Straße bringen. Ich will die Bürger aufklären über die Machenschaften, über das, was die Altparteien all die Jahre verbrochen haben, wie sie unser Land zerstören. Ich bin Mutter von 4 Kindern und ich bin in die Politik gegangen, weil ich möchte, dass meine Kinder eine Zukunft haben. Und zwar nicht irgendeine Zukunft, sondern eine bayerische, schöne deutsche Zukunft hier in unserem geliebten Vaterland. Vielen Dank. Gut, dann sind wir durch. Vielen Dank. Und dann kommen wir zu dem Herrn Böhm.
Ja. Los geht's. Liebe Freunde, eine Woche ist es her, da hat mich mein Bezirksverband zum Listenführer berufen. Aber heute gibt es mich nur im Doppelpack, gemeinsam mit unserer Katrin. 5 Jahre gemeinsames Streiten haben die Achse Coburg-Deckendorf wachsen lassen. 5 Jahre lang haben wir beide gemeinsam in das blutleere Gesicht der Altparteien gesehen. Sie tun alles, um uns als einzige basisdemokratische Kraft in Bayern zu vernichten. Aber wir sind gekommen, um zu bleiben. Und den Schmerz, den können wir Ihnen als Spitzenduo gemeinsam umso härter zufügen. In der Schlangengrube dieses Kartells dort in München aber den Mut zu behalten und Stärke zu zeigen, das haben wir alleine euch zu verdanken. Liebe Freunde, ihr seid unsere Basis und auf euren starken Schultern dürfen wir gut und sicher stehen. Dankeschön. Nur mit einer aktiven Basis, wie ihr seid, liebe Freunde, ist uns beiden auf den Demos, auf den vielen, das Allerwichtigste gelungen, den Protest eben raus aus dem Parlament und rauf auf die Straßen zu tragen. Wir zwei sind keine Schönwetterpatrioten, sondern wir sind es gewohnt, von vorn zu führen. Und genau deswegen wollen wir als Spitzenduo unserer bayerischen AfD im Wahlkampf vorangehen. Unser Auftrag ist es, denen da oben zu zeigen, dass hier die breite Basis der bayerischen Bürger das Sagen hat und eben nicht irgendeine kriegssüchtige Elite abgehobener Globalisten. Katrin und ich haben aus gutem Grund den Ruf, Populisten zu sein, denn unsere Reden schneiden wie ein Schwert ins Fleisch der Etablierten und trotzdem kann jeder Bürger unsere Worte auch verstehen. Wenn wir am Pult stehen, haben die Altparteien Furcht, denn aus unserem Mund, da spricht eure Wahrheit und eure Wut. Wenn wir euch vorangehen, dann behalten die Herrschenden ihre Angst, denn sie verstehen, die Konstante in unserer Politik heißt Jagen. Und das tut denen verdammt weh. Und am meisten, wenn wir es gemeinsam tun. Sie nennen sich in München die demokratischen Fraktionen des Hohen Hauses, diese elenden Heuchler. Dabei sind die es, die eine beinahe faschistoide Ausgrenzung von uns Volkspolitikern betreiben. Sie grenzen uns aus und damit grenzen sie euch aus. Wir alleine, liebe Freunde, sind das Volk und wir alleine bestimmen, wer hier Herr im Haus ist. Ihr wollt keine grüne Vorschriftspolitik und ihr hasst Wärmewendehälse. Ihr wollt auch keine Kulturbereicherung, sondern ihr wollt einfach nur weiß sein. Ihr lasst weder eure Frauen von Fremden penetrieren, noch eure Kinder von Messermännern bedrohen. Das, liebe Freunde, sind gute deutsche Tugenden. Wir tragen eure gesunde Haltung ins Parlament und dafür verachten sie uns. Doch deren Hass ist unsere Ehre. Und der schönste Lohn dafür, das ist eure beständige Treue. Mit Kameradschaft, mit Kampfgeist und mit Gemeinschaftssinn wollen wir gemeinsam, Katrin und ich, unsere Rechte für eure Freiheit kämpfen. Und das sind unsere alle gemeinsamen Ziele. Hier oben stand gerade Katrin Ebner-Steiner, ich bin Martin Böhm und wir bitten euch nun um euer Vertrauen, liebe Freunde. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. So, jetzt kommen wir zu den Fragen. Es sind nur zwei. So, der Herr Dr. Rotfuß und dann zwei und der zweite Fragesteller, Herr Pascal Pfannes. Ja, lieber Martin, ihr beide bewerbt euch um das Spitzenduo. Diese Position beinhaltet natürlich auch die Aufgabe, die gesamte Basis der Partei mitzunehmen. Die 91 Direktkandidaten aus den 91 Stimmbezirken mitzunehmen, über alle Konkurrenzsituationen hinaus, über alle Strömungsfragen hinaus, Einheit herzustellen, an einem Strang zu ziehen, das auch nach außen zu demonstrieren.
Was ist da dein Ansatz, was ist Katrins Ansatz, um das wirklich spürbar zu machen, sodass wir wirklich gemeinsam durch die Ziellinie laufen 30. am 8. Oktober? Danke. Liebe Freunde, wenn man 5 Jahre im Bayerischen Landtag gesessen hat und hat die logischerweise Querelen in der Fraktion mitbekommen, dann weiß man trotzdem eines ganz gewiss, und wird man jeder der anwesenden MDL-Kollegen zustimmen, in der Sache, in der politischen Sache und in dem unbedingten Willen, den politischen Gegner anzugreifen, zu bekämpfen und zu besiegen. Da hat nirgendwo ein Löschblatt zwischen MDLs gepasst, die in dieser Fraktion zu Hause sind und zu Hause waren. Was anderes ist es, die Basis in ihrer Breite mitzunehmen. Gewiss gibt es da viele Stimmen, die gut reflektieren, die immer wieder gute Ideen einbringen. Und gerade das zeichnet uns ja als Alternative für Deutschland aus, dass wir kein Mainstream sind, sondern dass wir kräftig und kontrovers streiten und über jeden Streit, den wir austragen, und ich habe schon dutzende Male hier oben gestanden, über jeden Streit bin ich stolz, weil jeder Streit hat uns in einer Sache weitergebracht, gemeinsam für Recht und für Freiheit und für unsere blauen Farben hier in Bayern zu stehen. Dankeschön. Jawohl, dann der zweite Fragesteller bitte. Herr Böhm, ich kann Ihnen in dem Punkt, den Sie gerade genannt haben, nur voll zustimmen. Wir als AfD sind nicht Mainstream. Deswegen würde ich Sie gerne fragen, sind Sie mit dem sogenannten Corona-Impfstoff, dieser Gentherapie, geimpft? Das ist eine sehr spannende Frage. Also die Frage ist im Grunde unzulässig, weil es geht im Persönlichkeitsbereich rein. Ich antworte sehr gern drauf, ist überhaupt kein Problem. Jeder, der mich näher kennt, weiß, dass ich mich habe impfen lassen. Und ich kann euch erzählen, aus welchem Grund. Weil die Person, wegen der ich mich habe impfen lassen, am 12. Februar diesen Jahres im Alter von 97 Jahren von uns gegangen ist, meine Mutter. Ich bin der einzige Angehörige, der einzige Sohn, habe keine Geschwister. Nur mir oblag es, mich um die Mutter zu kümmern. Und lieber Pascal, jeder von uns möge darüber nachdenken, wie sich ein 97-jähriger Mensch fühlt, wenn der einzige Sohn, der einzige Angehörige über Wochen oder gar über Monate nicht mehr zur Mutter kommen kann. Danke. Gut. Gut, da eine Frage noch zulässig ist, bitte sehr. Herr Böhm, Ihre Präferenz im Duo ist eindeutig. Aber wir reden ja immer davon, dass wir alle miteinander können. Meine Frage an Sie, könnten Sie sich auch vorstellen, mit einem anderen als Frau Ebner-Steiner in einem Duo für die Partei Positives zu bewirken? Die Frage ist vor so einem Gremium durchaus berechtigt, weil es einem eigentlich gut zu Gesicht steht, wenn man in seiner Meinung zu jeder Seite offen ist. Ich selber schätze meinen Fraktionskollegen Andi Wienhardt für seine tüchtige Arbeit, die er in der Fraktion als parlamentarischer Geschäftsführer abgibt, sehr. Allerdings habe ich es eingangs meiner Rede erwähnt, dass ich die Achse, so will ich es nennen, Coburg-Deckendorf, die quer durch Bayern läuft, bevorzuge. Es ist eine Freundschaft, die durch politische gemeinsame Intention, die durch viele Veranstaltungen geprägt ist. Und ich denke, nur mit solcher persönlichen Freundschaft, mit tiefer Verbundenheit, die auch in die Familien reingeht, kann man einen Wahlkampf in einer Partei, die manchmal gar nicht so geeint ist wie unsere, auch erfolgreich bestimmen. Unsere Kameradschaft, unsere Einheit soll auf die Partei ausstrahlen, und das zu wahrzumachen, diesem Anspruch gerecht zu werden, das kann ich nur mit der Katrin Ebner-Steiner, liebe Katrin. Ja. Gut, vielen Dank. Dann kommen wir zum letzten Kandidaten, den Herrn Wienhardt. Bitte sehr. Gut, dann legen wir los. Liebe Freundinnen und Freunde, auch ich möchte mich bei euch vorstellen. Ich habe nicht vorgeklüngelt in einem vorbestimmten Duo. Nein, ich stehe jetzt hier, weil mich viele Parteifreunde gebeten haben, heute
hier zu stehen, zu kandidieren als Spitzenkandidat in einem Duo, egal mit wem, weder mit Katrin Ebner-Steiner oder mit Martin Böhm. Ich kann mit beiden, liebe Freunde. Das sage ich gleich mal voraus. Mein Name ist Andreas Winhardt. Ich komme aus Oberbayern. Ich bin dort der Listenführer, bin Kreisvorsitzender im Kreisverband Rosenheim, habe die LPK dieses Jahr geleitet und schon mal ein bisschen Programmarbeit mitgestaltet für unser Wahlprogramm. Bin aber auch vor allem im Team des Aktionsvorstandes um Ulrich Singer. Wir haben von den Umfragewerten uns nach oben gearbeitet, in der gesamten Fraktionsgemeinschaft, ohne jemand zu deklassieren, ohne auszuschließen, von 6% auf 11%, liebe Freunde. Und das ist ein Zeichen, dass es aufwärts geht, liebe Freunde. Das wollen wir doch im Wahlkampf fortsetzen, oder? Und liebe Freunde, dazu gehört es sich auch, den kritischen Fragen der Presse zu stellen und unsere Positionen ohne Wenn und Aber zu verkaufen und zu vertreten, was wir regelmäßig machen, warum wir auch deutlich mehr Präsenz haben. Denn es darf nicht mehr passieren, dass Fraktionsvertreter in der Pressekonferenz auf Fragen von Journalisten nicht eingehen. Liebe Freunde, nein, wir müssen hier auch bei euren Nachfragen, auch wenn sie unbequem sind, auch wenn es immer die gleichen sind und wenn sie diffamierend sind, wir müssen hier zu unserem Wort und zu unserer Position stehen, liebe Freunde. Und wir haben dazu einen klaren Auftrag diesmal. Es ist, Bayern in den Fokus zu nehmen. Es geht nicht um Thüringen, es geht nicht um Berlin. Es geht um unser bayerisches Heimatland von Aschaffenburg bis Berchtesgaden, von Lindau bis Hof. Das alles ist unser Bayernland und das müssen wir verteidigen gegen Überfremdung, gegen Islamisierung, liebe Freunde. Und dass Bayern so bleibt, wie es bisher war. In einem Punkt möchte ich mich berichtigen. In einem Punkt haben wir wirklich Verbesserungsbedarf, liebe Freunde. Und zwar, dass das diese Filzpartei, diese Maskendealerpartei von der CSU von der Regierungsverantwortung verschwinden muss. Und dafür möchte ich kämpfen, liebe Freunde. 4 Untersuchungsausschüsse gibt es im Bayerischen Landtag gegen die Regierung Söder, weil sie Dreck am Stecken hat, wenn es um das Deutsche Museum in oder das Zukunftsmuseum in Nürnberg geht, wenn es um die zweite Stammstrecke geht, wenn es um die Maske geht, wenn es um die Verfänglichkeiten des Landesverfassungsschutzes, den man ja gar nicht mehr so nennen kann, ist ja Regierungsschutz, wenn es darum geht, was da schiefgelaufen ist unter Söder und seinen Vorgängern, meine Damen und Herren. Diese Partei hat ausregiert und abregiert und am 8. Oktober machen wir Bayern blau, liebe Freunde. Ich möchte mit euch allen kämpfen, mit allen Kandidaten. Ich möchte durch Bayern reisen. Ich möchte von Oberfranken bis Unterfranken, in Schwaben, egal wo, möchte ich präsent sein und mit euch auf der Straße sein. Sagt mir einfach, für was ihr mich braucht, für einen Vortragsabend am Stammtisch mit 5 Leuten, für einen Infostand oder für eine Großkundgebung. Ist mir scheißegal. Ich mache alles mit euch. Es geht darum, dass diese Partei nach vorne kommt, liebe Freunde. Wir haben vorhin gehört, Ralf Stadler hat es erwähnt gehabt. Wenn die Weidel nur zweimal kommt, liebe Freunde, dann machen wir es doch bitte selber. Wir sind doch der zweitgrößte Landesverband in dieser Partei. Wir sind doch die Stärksten, die das können. Wir in Bayern, wir sind wir und wir schaffen es auch alleine, liebe Freunde. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf eure Fragen. Dankeschön. So, kommen wir zu den Fragen. Wie viele haben wir? Viele. Da müssen wir also ein bisschen losen. Okay, Nummer 1 ist Erika Lenz. Nummer 2 Andreas Haas. Und Nummer 3, Dr. Friederike Holz. Ich habe sie hier in der Reihenfolge liegen. Ja. So, bitteschön.
Ja, Herr Wienhardt, ich hätte mal eine Frage. Ich habe das ja mitgekriegt. Sie sagen, wir sind wir und wir bringen unseren bayerischen Vorstand dann ein. Aber Sie haben das ja schon einmal, was ich gehört habe und selbst gelesen habe, im Landtag nicht gemacht. Sie waren also mit bei denen, die versucht haben, eigentlich den Landtag zu sprengen, sozusagen, in Anführungszeichen. 30 Sekunden sind zu Ende. Und würden Sie das im Vorstand, also mit der Katrin Ebner-Steiner zusammen, auch machen? Also wir entscheiden heute über die Spitzenkandidatur, das ist das Erste. Ja? Wie ein späterer Fraktionsvorstand ausschaut, das ist Sache des neuen Teams. Und ich freue mich auch über viele neue Kollegen. Ich freue mich auch über jeden, der dabei bleibt. Und ich habe in der Vergangenheit mit Katrin Ebner-Steiner, mit Martin Böhm und allen anderen gut versucht zusammenzuarbeiten, habe es auch geschafft, glaube ich. Und Martin Böhm hat selber gesagt, dass er meine Arbeit als parlamentarischer Geschäftsführer schätzt. Und von dem her, ich glaube, das, was Sie mir hier an den Kopf werfen wollen, dass ich irgendwas sprenge, nein, ich bin derjenige, der vereint. Gut. Der Nächste. Ja, Andreas Haas. Andi Wienhardt, danke für die Vorstellung. Meine Frage bezieht sich auf das Programm. Da findet sich ein Vorstoß zum Ladenöffnungszeiten, die bis 22 Uhr länger werden sollen. Es sind viele nicht mit einverstanden. Es gibt einen Antrag, der das abwenden möchte. Jetzt würde es mich einfach interessieren, wie du mit den beiden Ausgängen, wir wissen nicht, wie der Antrag ausgeht, ob du mit beiden zurecht kämst, ob du beide vertreten würdest, ungeachtet einer persönlichen Präferenz, die du vielleicht hast. Danke. Also, ich kann jetzt natürlich auf der einen Seite meine persönliche Meinung zu dem Thema kundtun. Ich denke, auch Angestellte im Einzelhandel haben es mal verdient, mal frei zu haben. Und es tut dem Einzelhandel, gerade im kleinen Einzelhandel, nicht gut. Wir haben dieses Thema vergangene Plenarsitzung auch im Plenum diskutiert gehabt. Aber ich bin entweder persönlich einer Meinung oder ich vertrete die Meinung der Partei. Und wenn ich im Landtag sitze, dann stimmen wir uns in der Fraktion im Arbeitskreis ab und dann vertritt man auch die Meinung der Partei beziehungsweise das, was man ins Wahlprogramm geschrieben hat. Und ich freue mich nachher auf die Diskussion zu diesem Tagesordnungspunkt. Wir werden das gesamte Programm diskutieren und mir ist es völlig einerlei, wie das ausgeht. Ich weiß, was ich im Landtag zu vertreten habe. Ja, danke. Dann noch Frau Dr. Holz. Die Corona-Aufarbeitung ist auch für Bayern dringend und notwendig. Die Übersterblichkeit seit Beginn der Impfkampagne und der Geburtenrückgang werden von den gängigen Parteien und Medien zensiert und zurückgestellt. Meine Frage: In Bayern ist vor kurzem eine Impfschadenstelle, ein Impfschadentelefon eingerichtet worden, das total überlastet war durch Tausende von Anrufen. Wären Sie bereit, sich mit dafür einzusetzen, dass es in Bayern wie auch schon in anderen Bundesländern eine Impfschadenzentrale oder Anlaufstelle gibt für Geschädigte? Ja. Sie kennen das vielleicht. Ich habe während der Corona-Krise massiv gegen diese Maßnahmen und vor allem auch gegen das Impfen gekämpft. Jeder hat die freie Entscheidung, sich impfen zu lassen, so wie Martin Böhm. Das ist seine persönliche Entscheidung. Ich habe es nicht gemacht, weil ich denke, es ist wichtig, hier in der Politik glaubwürdig zu bleiben. Man kann nicht im Landtag sagen, lasst euch nicht impfen. Und auf der anderen Seite macht man es dann selber. Aber was auch ganz klar ist, liebe Freunde, wir brauchen eine Aufarbeitung dieser ganzen Corona-Welle. Wir brauchen eine Aufarbeitung dieses Impfzwangs. Das war es und nichts anderes. Wenn der Martin sich impfen lassen muss und mir seine Oma besuchen kann, dann ist es Zwang, nichts anderes. Und diese Hotline, wo Sie angesprochen haben, ich habe davon gehört, ich habe umgehend eine Pressemitteilung rausgegeben. Wir haben das auch im Landtag bereits behandelt. Wir haben beispielsweise, nur als ein Beispiel, für den Haushalt 2023 haben wir für die Impfopfer 10 Millionen mehr in die Reserve einpacken lassen. Da haben die ganzen anderen Altparteien haben das natürlich abgelehnt, weil denen geht der Arsch auf Grundeis, weil sie wissen, dass wir recht gehabt haben in der Frage. Ja. Gut. Ja, das waren die drei Fragen. Das waren die drei Antworten. Vielen Dank. So, dann möchte ich jetzt noch mal jemanden von der Technik bitten, zu erläutern, wie jetzt hier vorzugehen. Bitte. 20
live, nachdem wir ja heute schon bei den Freien Wählern waren und bei der SPD waren wir oder sind wir nach wie vor bei der AfD in Greding, die dort eben auch einen Parteitag hat. Und es gab eine lange Debatte, eine Diskussion darüber, ob man überhaupt denn einen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Oktober aufstellen will. Da ging es ein wenig hin und her. Da wird uns auch gleich mein Kollege Johannes Reichert, der vor Ort ist, auf den letzten Stand bringen. Aber das eben waren nun die drei Bewerbungsreden für das Spitzenkandidaten-Duo von Katrin Ebner-Steiner, Martin Böhm und Andreas Winhardt. So, und jetzt vor Ort bereit ist mein Kollege Johannes Reichert. Johannes in Greding, ich grüße dich. Vielleicht zuerst kannst du uns mal auf Stand bringen, warum gibt es denn so viel Streit um diese Spitzenkandidatur? Also ist das auch ein Anzeichen einer Zerstrittenheit der AfD in Bayern? Ja, es ist vor allem für mich ein Anzeichen, dass man hier völlig unvorbereitet reingegangen ist. Normalerweise hat man ja wenigstens vorher etwas Klarheit, ob es ein Spitzenkandidat werden soll, ein Duo oder gar keiner. Und hier wurden erstmal alle diese Varianten ausdiskutiert, bis man sich dann irgendwann einig wurde, dass es eben nicht wieder 7 regionale Kandidaten als Spitzenkandidaten geben soll, weil das einfach auch für die Presse und überhaupt nach außen hin nicht professionell erscheint. Mit 7 Kandidaten ist es natürlich schwierig, auch Wahlkampf zu bestreiten. Jetzt hat man sich auf ein Duo geeinigt, es war aber ein langer Weg dahin und es gibt sehr viele Lager in der AfD, es gibt sehr viele Partikularinteressen. Man darf das nicht unterschätzen, dass eben in dieser Partei es sehr, sehr schwer vorhersehbar ist, auch was genau abgestimmt wird. Hier darf auch jeder hinkommen, es ist kein Delegiertenparteitag wie bei den anderen Parteien, sondern ein Mitgliederparteitag. Das heißt, jeder, der möglichst viele Leute von seinem Lager mitbringt, der hat dann auch entsprechend die Mehrheit. Deswegen ist alles unvorhersehbar. Ja, hat da eigentlich dann aber ein Umdenken innerhalb der AfD stattgefunden? Weil bislang war man ja eigentlich gegen dieses Konzept des einen Spitzenkandidaten. Richtig, genau. Es wurde immer als Personenkult abgeschrieben, dass man einen Spitzenkandidaten hat. Aber so langsam sitzt die Partei eben doch in allen Parlamenten, auch im Bundestag und auch im Landtag und merkt, dass es eben für die Öffentlichkeit doch wichtig ist, dass es einen gibt, der kommuniziert und transportiert, für was diese Partei auch in einer Wahl steht. Dass ein Spitzenkandidat eben nicht nur Personenkult ist, sondern auch eigentlich eine klare politische Kommunikation. Es braucht da jemanden, der in Elefantenrunden, der in Diskussionen dann sozusagen das bekannte Gesicht ist. Und die Partei leidet darunter, dass niemand hier bekannt ist von der AfD. Ein Mitglied hat vorhin sogar gesagt, also wenn man die Leute auf der Straße fragt nach einem AfD-Politiker, dann fällt denen nur der Höcke ein. Und das ist seit 10 Jahren schon ein Problem. Bei der letzten Wahl 2018 gab es ja auch keinen Spitzenkandidaten. Dann hat der Landesvorsitzende Martin Sichert diese Runden bestritten. Und obwohl er Bundestagsabgeordneter war, das hat man jetzt im Nachblick doch als sehr negativ empfunden. Und deswegen hat man sich durchgerungen, doch diesmal einen Spitzenkandidaten-Duo aufzustellen. Wer das wird, das sehen wir eben noch hier. Du hast es gerade eben gesagt, es soll ein Duo werden. Welche Erfahrungen hat denn die AfD bislang mit Duos so gemacht? Ja, ich würde sagen, sehr gemischte Erfahrungen. Wir wissen von dem Fraktionsspitzenduo, das gestartet ist 2018, Katrin Ebner-Steiner und Martin Plenk, das nach kurzer Zeit auseinandergefallen ist. Wir haben ja auch noch im Kopf, dass auch das Duo auf Bundesebene zwischen Petri und Meuthen auseinandergefallen ist, zwischen Meuthen und Weidel. Also es gab immer wieder auch den Bruch bei einem Duo. Jetzt aktuell führt die Partei auf Bundesebene Frau Weidel und Tino Chrupalla. Da hält es anscheinend dieses Duo. Das heißt, man wird sehen, wie die zwei sich verstehen, wer jetzt auch gleich gewählt wird. Wir haben ja gerade gehört, einmal Katrin Ebner-Steiner, Martin Böhm und Andreas Winhardt. Martin Böhm und Ebner-Steiner, die können sicherlich am besten miteinander. Sie sind beide aus dem gleichen radikalen Teil der Partei, aus dem offiziell aufgelösten Flügel. Beide sind auch mit Björn Höcke aus Thüringen befreundet persönlich. Andreas Winhardt zählt eher zu dem weniger radikalen Teil. Er ist der Listenführer in Oberbayern. Das heißt, es wird jetzt noch mal spannend, für wen sich die Partei hier entscheidet. Das Wahlergebnis gibt es dann auf jeden Fall auch bei uns auf br24.de. Johannes, lass uns noch ganz kurz auf Inhalte schauen. Bislang scheint es ja um sehr viele Formalia zu gehen beim Parteitag. Welche Themen aber möchte denn die AfD für den Landtagswahlkampf besetzen?
Ich würde sagen, die klassischen AfD-Themen, da geht es um Migration, da geht es um einen Kulturkampf. Die AfD kämpft weiterhin für das traditionelle Familienbild, das sie auch in ihr Wahlprogramm als Mann, Frau und Kind eingetragen hat. Sie haben geschrieben, der Hype um Regenbogenfamilien muss, so wörtlich, eingedämmt werden. Man ist gegen das Gendern, man ist auch gegen eine Klimaschutzpolitik. Und also es sind eigentlich alles bekannte Phrasen und auch bekannte Positionen der Partei. Es wird vor einer zunehmenden Afrikanisierung in Deutschland und einer Islamisierung gewarnt. Das kennen wir alles von der AfD. Was relativ neu jetzt ist, die bayerische AfD könnte auch immer mehr Richtung Russland rücken. Es ist eine Resolution hier auf dem Parteitag, die vielleicht verabschiedet wird. Da geht es darum, dass sich Bayern zurückhalten soll, dass sich Bayern heraushalten soll aus geoglobalen Konflikten. Man soll nicht der sogenannte Blinddarm Bidens sein, also sehr negativ konnotierte antiamerikanische Haltung hier. Und Bayern soll auch nicht mehr zum Beispiel ukrainische Streitkräfte ausbilden oder auch keine Waffen liefern. Ja, also wenn diese Resolution hier auch Zustimmung findet, ist es tatsächlich noch ein neuer Aspekt, der bisher bei der bayerischen AfD noch nicht so da war. Ich bin gespannt. Wie ich jetzt gerade höre, Johannes, Böhm und Ebner-Steiner sind wohl gewählt worden. Was bedeutet das jetzt? Oh, dann wisst ihr schon mehr als ich. Ja, es ist natürlich eine deutliche Positionierung jetzt auch der bayerischen AfD wieder Richtung Flügel, der als offiziell aufgelöst gilt, aber dessen Netzwerk natürlich noch aktiv ist. Und da ist auch Björn Höcke kein Unwichtiger. Er koordiniert dieses Netzwerk natürlich nach wie vor mit. Wir wissen von Katrin Ebner-Steiner und auch von Martin Böhm von beiden, dass sie mit Björn Höcke befreundet sind. Es ist für mich schon ein deutliches Zeichen, dass die Partei momentan in Bayern doch wieder stärker von diesen radikalen Kräften geführt wird. Und es werden auch schrillere Töne jetzt, denke ich, im Wahlkampf kommen, weil eben beide auch jetzt in ihrer Rede schon anklingen haben lassen, was sie für falsch empfinden. Martin Böhm hat zum Beispiel von kriegshungrigen Globalisten gewarnt. Das ist auch ein eindeutiger antisemitischer Sprech, den wir schon von anderen Antisemiten gehört haben. Ebner-Steiner spricht vom Widerstand, der aus Bayern organisiert werden soll. Also ich denke, es wird sehr konfrontativ werden mit diesen beiden. Und ja, dann wird man sehen, wie das auch beim Wähler natürlich ankommt. Soweit die Einordnung von Johannes Reichert vom AfD-Landesparteitag in Greding. Vielen herzlichen Dank. Du begleitest natürlich weiterhin die Veranstaltung für BR24. Und da findet ihr auch alle Informationen, die ihr wissen müsst vom AfD-Parteitag, genauso wie von den anderen Landesparteitagen von Freien Wählern und auch von der SPD. Für heute war es das hier für BR24 live. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten BR24 live.